Lassen Sie mich TwinKit Motion Control vorstellen. Ganz im Speziellen möchte ich hier auf TwinKit Kinematic Transformation und Motion Pick and Place eingehen. Mit TwinKit haben wir die Möglichkeit, einen Roboter tief in das System zu integrieren. Was bedeutet das? Traditionelle Robotersteuerungen haben in der Regel eine CPU und daneben häufig noch eine weitere CPU, um zum Beispiel die SPS zu steuern. Diese beiden Komponenten müssen halt über Interfaces, über Schnittstellen miteinander kommunizieren. Wir als Firma Beckhoff machen PC-basierte Steuerungstechnik. Was heißt das? Wir haben einen Industrie-PC und auf diesem Industrie-PC, mit diesem Industrie-PC automatisieren wir die gesamte Maschine. Das heißt, wir haben Softwarekomponenten, die für die SPS zuständig sind, aber eben auch Softwarekomponenten, die für Motion Control und Robotics zuständig sind. Damit erreichen wir eine sehr, sehr tiefe Integration. Es ist zum Beispiel möglich, dass wir G-Code über die Softwarekomponente Motion Control abfahren und das damit dem Roboter direkt ermöglichen, G-Code abzufahren. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die tiefe Integration des Systems. Das heißt, in der Regel ist es so, dass wir nicht nur den Roboter automatisieren, sondern die gesamte Maschinenlinie. Das heißt, neben dem Roboter gibt es eben noch ganz viele andere Komponenten in der Maschine, die es zu automatisieren gilt. Schauen wir uns hier nochmal die Hardware-Komponenten an. Wir sehen hier einen Roboter, der mit Beckhoff-Motoren ausgestattet ist, zusätzlich mit der Antriebstechnik die AX8000-Serie, dann einige IOs und zu guter Letzt ein Industrie-PC der Reihe C6030. Dieser Industrie-PC ist für diese Applikation sicherlich überbestimmt, aber wie gerade schon erwähnt, möchten wir eben auch gerne die gesamte Applikation, die gesamte Maschine damit automatisieren und nicht eben nur den Roboter. Für den Fall, dass Sie nur den Roboter automatisieren möchten, gibt es auch kleinere Steuerungen, Embedded-PCs, die entsprechend nach unten skalieren. Gleiches gilt für die Antriebstechnik. Auch hier ist es möglich, diese nach unten zu skalieren, zum Beispiel mit einer 48-Volt-Technik. Schauen wir uns an, welche Softwarekomponenten wir installiert haben. TwinKit NCI als Basis, um wie gerade schon gesagt auch G-Code zu nutzen, und TwinKit Kinematic Transformation, welches zuständig dafür ist, dass eben der Roboter entsprechend verfahren werden kann. Zusätzlich noch das Paket Motion Pick and Place. Mit TwinKit Kinematic Transformation bieten wir eine Menge verschiedener Kinematiken an. Das reicht vom 3D-Picker über den 5D-Picker, SCARA-Roboter und vieles mehr. Sollten Sie dennoch irgendwelche Kinematiken benötigen, die wir vielleicht gerade nicht so aufgelistet haben, melden Sie sich gerne bei uns, dann schauen wir, welche Möglichkeiten es dort gibt. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit, dass Sie als Kunde auch eigene Kinematiken mit einbinden können. Das heißt, Sie können über C++-Objekte eigene Module schreiben, mit denen Sie die Vor- und Rückwärtstransformation rechnen können. Das ermöglicht Ihnen eine wirklich große Flexibilität. Kommen wir nun auch zum Thema Motion Pick and Place. Hier haben wir einen speziellen Solvet-Generator entwickelt, der optimiert ist für Pick-and-Place-Aufgaben. Das heißt, nach PLC Open Coordinated Motion gibt es eben entsprechende Funktionsbausteine, mit der Sie Geraden, Move Linear und verschiedene Referenzsysteme nutzen können. Zusätzlich gibt es eben auch Bausteine, mit denen Sie auf einen Förderband zum Beispiel aufsynchronisieren können. Im Ganzen lässt sich sagen, dass wir mit Backoff-Komponenten ein sehr, sehr skalierbares System haben, das eben von kleinen Anwendungen bis hin zu hochkomplexen Anwendungen genutzt werden kann.